Shalom, liebe Freunde. Aus aktuellem Anlass sehe ich mich gezwungen, mal wieder ein wie YouTube manipuliert zu machen. Aber eigentlich geht es um das Schloss und das Schlossvideo und den Herrn Florian Kirner. Ihr werdet gleich mehr erfahren. Für mich ist das Video noch ganz normal online. Es kommen auch noch Klicks hinzu. Stand jetzt hat das Video unser Statement zum Auszug aus Schloss Waltersrode 1614 Aufrufe, 105 Kommentare, 32 Daumen hoch. Wenn man es von anderen Kanälen anschauen will, dann wird gezeigt, in diesem Land nicht verfügbar. Mehr erfahrt ihr gleich, aber mit Proxy-Server, nur das vorweg, könnt ihr es noch schauen und später wird es auf anderen Kanälen verfügbar sein. Liebe und Frieden. Jetzt habe ich aber hier was sehr Interessantes entdeckt. Der Rainer Zierer, Ex-Schlossmitbewohner, hatte unter dem Schlossvideo kommentiert. Da habe ich eine ausführliche Antwort geschrieben und eine kurze. Und jetzt ist nur noch die kurze zu sehen. Steht Antworten ein- und ausblenden, es kommt aber nur eine. YouTube-Zensur par excellence. Par excellence. Das ist krass. Ramona hat mich jetzt nochmal darauf hingewiesen, das war sogar an mir vorbeigegangen. Der Petra ist es scheinbar auch unter dem Schlossvideo schon ähnlich gegangen. Sie hat hier dem Firestarter, einem kritischen Typen, eine ausführliche Antwort geschrieben und die wurde nach einer halben Stunde ausgeblendet. Ja, so ist es. Es steht jetzt nur noch im Prinzip oder der dunkle Lord selbst, Grinse. Und das, was sie eigentlich geschrieben hat, das Statement, wo es darum ging, dass sie Stellung genommen hat zu diesen Beleidigungen, das wurde plötzlich gelöscht. Aber sie hat es nicht gelöscht. Sie hat mir sogar eine SMS geschrieben. Guck mal, der Kommentar ist weg. Liebe Grüße, Petra. So offenbart sich das System selbst. Ja, ob das jetzt YouTube ist oder irgendein Admin oder der Verfassungsschutz, aber das ist auf jeden Fall nicht normal und deutlich manipuliert und auch nicht mit irgendeinem Bot, sondern per Hand. Alles klar. Liebe und Frieden. Shalom, liebe Freunde. Zu dem Rainer und dem Petra-Kommentar möchte ich jetzt doch nochmal selbst was in die Kamera sagen. Also erstmal wird offensichtlich von höchster Stelle, von YouTube-Administratoren hier das Schloss geschützt oder die verbliebenen Bewohner, indem eben die Wahrheit unter meinem Video ausgeblendet wird. Also das ist schon mal sehr seltsam und das muss händisch passieren. Also sowas macht sicher kein Bot. Ja, leider habe ich den Kommentar, ich hatte die am Anfang gesichert, weil ich mir dachte, der Rainer wird seinen Kommentar löschen. Oder wer auch immer den verfasst hat im Namen von Rainer. Ich habe aber gestern mein System neu aufgesetzt und habe das gelöscht im Zuge dessen, weil ich dachte, oder bis dahin hat man das noch alles gesehen. Ich kann jetzt mal aus dem Kopf noch ein bisschen wiedergeben, was ich ihm gesagt habe. Dem Rainer habe ich sehr viel Liebe, Respekt und Aufmerksamkeit von Anfang an entgegengebracht. Ich habe ihm ein Handy geschenkt, einen Scanner, einen Bergsteigerrucksack, Rauchkräuter und einiges mehr. Und der Dank war dann, dass er uns das Internet im Namen von Florian abgestellt hat, obwohl wir dafür bezahlt haben. Das war eine ganz hinterlistige Art. Uns wurden Ofenrohre abgetreten, vermuten wir mal. Es war ein Abdruck an der Wand. Als ich die Polizei rufen wollte, hieß es auch, nee, komm, mach's lieber nicht. Und wir haben uns darauf eingelassen. Unsere PCs wurden gehackt. Mein Konto, da gibt es ja das eigenständige Video dazu. Ramonas Konto, Ramonas Laptop hat ihr eigenes Passwort auf einmal nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, der Rainer ist beim Chaos Computer Club oder zumindest verbunden damit. Und die stehen in Verbindung mit dem Verfassungsschutz, das ist ja bekannt. Genau,
Und wie gesagt, wir waren sehr freundlich immer zu Rainer. Und er hat dann nichts Besseres zu tun, als uns so zu behandeln. Und daraufhin habe ich ihn dann, irgendwann habe ich ihn sogar gesagt, sollen wir mal runter in den Hof gehen? Der Rainer ist auch schwerer als ich und mindestens genauso groß. Aber er hat den Schwanz eingezogen, er war nicht manns genug dazu. Ganz im Gegenteil, er hat dann gepetzt und über mich gehetzt, wie aggressiv ich doch wäre. Dazu muss ich sagen, ich bin ein sehr friedlicher, friedliebender Mensch. Aber wenn Heckenschützen und Hinterhalte aufkommen, dann werde ich allergisch. Dann werde auch ich ganz schnell sehr giftig. Und die beiden, sowohl Florian Weichei als auch Rainer Weichei, nicht manns genug, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und für das zu stehen, was sie offensichtlich tun und getan haben. Das ist einfach feige und hinterlistig und hinterhältig. Das ist meine Meinung und meine Erfahrung mit den Kollegen. Rainer, ich kann dir nur sagen, du bist eine ganz arme Wutz, ein Opportunist, ein Heuchler, genauso Florian. Und ihr fliegt auf. Das Video hat jetzt an die 1600 Aufrufe und das wird noch weitergehen. Und viele, viele glauben uns, das wissen wir, das zeigen auch die Kommentare. Die 15 Daumen runter bei über 30 Daumen hoch, bin ich mir ganz sicher, sind von ganz wenigen Menschen mit vielen Accounts gedrückt. Es entsteht da auch ein falsches Bild. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal dazu sagen. Liebe und Frieden, wir lassen uns davon nicht aus der Fassung bringen, auch wenn ich jetzt ein bisschen erregt rede. Ich bin ganz gelassen. Ich finde es nur immer wieder krass, das festzustellen, wie das hier läuft und wie gearbeitet wird. Die ständige Offenbarung läuft, die Wahrheit siegt immer. Liebe und Frieden, Licht und Segen, meine Freunde. Ich liebe euch. Immer wieder was Neues. Die Ramona hat gerade das Schlossvideo aufrufen wollen. Das hat sie in ihrer Playlist. Also in deiner Playlist drin, unter GNC Diary ist das drin, habe ich gesehen als letztes. Jetzt wollte ich es anklicken, damit ich. Klick doch einfach mal an. So, könnt ihr das Schlossvideo noch finden? Gebt mir mal Feedback bitte. So, wenn man auf meinen Kanal geht und Schloss sucht, dann taucht das Video gar nicht mehr auf. Das ist jetzt ganz neu, weil es sind in den letzten Tagen sehr viele Aufrufe dazu gekommen. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Aber das ist ja wohl mal richtig krass, oder nicht? Gesperrt. Heftig, heftig, heftig. Nicht da. Ja, Freunde, die ständige Offenbarung läuft. Da hat jemand richtig Angst, da geht einem richtig die Klammer. Und das ist gut so. Macht Druck. Da steht's, Wer das Video in Video. diesem Land gesperrt. Video in diesem Land gesperrt. Da steht's. Wer das Video bei sich hochladen will, schreibt mich an, ich schick's euch mit der Post. Hare Krishna. So Leute, jetzt bin ich hier nochmal unter einem Florian Kirner Interview, einem nagelneuen zu seinem neuen Buch bei KenFM. Ihr seht, ich habe hier einen Kommentar geschrieben. Und jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr den findet. Den gibt's nämlich nicht. Das ist für mich grundsätzlich nichts Neues, weil ich seit Jahren, mindestens 2 Jahren, bei allen großen KenFM, Nuovisu und wie sie alle heißen, Portalen geshadowbanned bin. Das heißt, ich schreibe Kommentare. Für mich sieht es auch so aus, als sind die sichtbar, aber sie sind nicht sichtbar. Aber auch mein neuer Kommentar zum tollen Prinzen, hier könnt ihr ihn lesen, wird der Öffentlichkeit vorenthalten. Und dieses Versteckspiel hat jetzt mal ein Ende. Es kommt jetzt alles ans Licht. Ich bitte euch, das wirklich zu teilen, wo ihr nur könnt. Wenn ihr das Schlossvideo hochladen wollt, verteilen wollt, schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meinem Kanal und ich schicke euch das per Post. Ja? Ich würde mich freuen. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind viele. Die Wahrheit siegt immer. Liebe und Frieden und Gottes Segen. Hare Krishna. Pfui, YouTube. Puh.
Ja, hier haben wir wieder so einen typischen Fall. Der Tuberle hatte unter das Video Tiere essen hat Folgen einen interessanten Kommentar geschrieben, auf dem ich ihm einen ausführlichen, auf dem ich ihm auch eine ausführliche Antwort geschrieben habe. Darauf hat er scheinbar mir eine Antwort gegeben. Und wenn ich jetzt hier schaue, dann fehlt diese Antwort, ne? Das ist typisch YouTube-Zensur Shadowbanning. Tuberle, recognize. Leider siehst nur du deinen Kommentar unter dem Video und nicht alle anderen. Hare Krishna. Shalom und Namaste, meine Freunde. Der liebe Philipp hat mein Tagebuch kommentiert. Zweimal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er einen Kommentar dann wieder gelöscht hat. Auf jeden Fall ist dieser Kommentar: Hare Krishna, boah, ist es schön bei euch. Ich bin hin und weg. Leider nicht zu sehen unter dem Video. Zumindest für mich. Liebe und Frieden. Shalom, lieber Lightning Tomcat. Leider kann ich auch diesen Kommentar unter dem Video nicht finden. Ja, ich werde mich da mal informieren, aber ich glaube leider wirklich, dass es den Ansprüchen noch nicht genügt, was da auf Linux verfügbar ist. Dankeschön trotzdem für deine Resonanz und die Impulse. Liebe und Frieden. So, natürlich wurde auch unser Statement-Video zum Schlossauszug geshadowbanned und zensiert. Trotzdem sind tolle, viele zahlreiche Kommentare da, aber es sind eigentlich sicher eine ganze Menge mehr. Die Anita Kolkhorst zum Beispiel finde ich unter dem Video nicht. Nun ja, es ist ein schöner Kommentar gewesen. Vielen Dank, liebe Anita. Hare Krishna. Shalom, liebe Freunde. Ganz lieben Dank für eure lieben Kommentare, eure Anteilnahme, eure Resonanz, euer Teilen für dieses Video. Wir haben nach anderthalb Tagen 572 Aufrufe, 21 mag ich, 86 Kommentare, wobei es gestern Abend schon 86 Kommentare waren. Das sind 12 Stunden später. Und jetzt gehe ich mal auf meinen Kanal und auf Videos. Und ihr seht wahrscheinlich eine viel geringere Aufrufzahl als ich in meinem Videomanager. Da fehlen ja über 150 Aufrufe. So arbeitet YouTube. Nehmt's zur Kenntnis, Liebe und Frieden, Licht und Segen. Die ständige Offenbarung läuft. Die Wahrheit kommt ans Licht. Shalom und Namaste, meine lieben Freunde, insbesondere lieber Philipp. Ich danke dir für diesen Kommentar auf mein Tagebuch. Optimizo, deine Kommentare erwärmen immer mein Herz. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind. Leider, 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 dieser Kommentar ist unter dem Video nicht zu sehen. Philipp hat ihn nicht gelöscht und ich sicher auch nicht. Recognize. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich werde heftig, heftig, heftig zensiert. Und oft trifft es ganz positive, harmlose Kommentare oder Kommentare, die eine Verbindung mit mir eingehen wollen, die mich treffen wollen, die mich grüßen. Der Druck steigt, es wird heiß, doch wir halten stand. Schutzengel stehen bereit für den Geistertanz. Dämonen werden fallen und das musst du gewinnen. Also erkenn, wer du bist ein Gotteskind. Nehmt euch bei den Händen, wir schaffen Frieden. Es ist höchste Zeit für die Macht der Liebe. Fassen wir uns ein Herz und er wird uns leiten. Gott lässt Wunder geschehen und das Kranke heilen. Kannst du es fühlen, jetzt weht ein anderer Wind.